Mir ist aufgefallen, dass Dwayne nicht mehr spricht. Oh, ja, er hat ein Schweigegelübde abgelegt. Cheryl, Olive ist doch bei den regionalen Little Miss Sunshine-Wahlen Zweite geworden. Das Mädchen, das gewonnen hat, musste die Krone wieder abgeben. Ich weiß nicht warum, irgendwas mit Diätpillen oder so. Egal, jedenfalls kann sie jetzt beim Landeswettbewerb in Redondo Beach teilnehmen. Wir fahren nach Kalifornien. Es gibt zwei Arten von Menschen auf dieser Welt. Gewinner und Verlierer. Sarkasmus ist die letzte Zuflucht der Verlierer. Wie viel schulde ich dir für diese Perlen der Weisheit? Oh, das geht aufs Haus. Hey, hört das auf, hört auf, nicht dafür aufhören. Er hat angefangen. À la mode heißt wörtlich übersetzt in Mode. À la mode. Frank, halt die Klappe. Alle Mann schieben! Dwayne, so heißt du doch. Habe ich recht? Schon mal eine flach gelegt? Mein Gott, Mann, du solltest Dad. Dir mal Frischfleisch gönnen. Dad, jetzt reicht's, hör auf. Du bringst mich nicht zum Schweigen. Ich habe immer noch Nazi-Kugeln in meinem... Hey! Oh, was sagt man dazu? Ich glaube, das Ding klemmt. Vielleicht mal von unten ziehen. Oh Gott, ich werde angehalten. Tut alles so, als wärt ihr normal. Bin ich hübsch? Du bist das schönste Mädchen auf der ganzen Welt. Nein, das sagst du nur so. Nein, gar nicht wahr. Ich bin wie verrückt in dich verliebt. Und das nicht, weil du Köpfchen hast oder Persönlichkeit. Wo ist Olive? Oh! Ich kann nicht langsamer fahren, es geht nicht. Komm, Olive, mach schon, Schatz. Na los, Schätzchen, spring. Spring rein. Na los, Schätzchen. Ich kann nicht anhalten, spring. Wir lassen niemanden zurück. Komm schon, du schaffst das. Wir lassen niemanden zurück. Hervorragend.